Komm, den töten wir jetzt. Vagan? Ja. Show me your Vagana. Oh wait. Wir gehen Comet. Mann, warst du stark. RIP. Oh. Ah, das, bei mir ist gerade Level 2 geworden, uff. Ja, bei mir. Ich hab halt original, glaube ich, fast gar keine Master gemacht bislang. Ich hab noch nicht eine Master gemacht. Ich hab halt auch einfach noch keine Hideout. Ich glaube, das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist eine Zahner. Was daran liegt, dass ich einfach nur Zahner mitnehme. Ja. Ist Zahner der Enlightened Hideout oder welcher? Nee, Zahner ist. Oh, doch, heißt er Enlightened? Das ist quasi das Laboratorium. Sieht das so aus wie das Archiv. Ciao, Draki. Ja, dann ist das der, glaube ich. Alex, explodet, dann bleibe ich neben stehen. Sah nicht so aus, als wäre da was explodiert. Das Schild ist ganz nett. Braucht das wer? Nö. Schild. 8% Increase Attack Speed, 50 Life, Evasion Rating, Life per Second. Das ist da Lead. Ja. Ja, ja, nee. Aber meins ist es nicht. Jetzt meins, aber ich will es dann nicht haben. Nee, nee. Hm. Brauch leider eins mit. Weißt du, ich laufe seit 45 Leveln mit einem Level 1er Schild rum. Gefühlt zumindest. Auf ein Essence Range. Und in dem nächsten Level habe ich eins, was ich brauchen kann. Ja, sagen Sie, im Essence Range, der ist jetzt auch Level 50 oder so. Ist jetzt Akt 7. Und der rennt immer noch mit der gleichen Wand rum, die er auf Level 4 gecraftet hat. Weil er einfach plus 1 Chaos Gems drauf ist. Und man einfach nicht mehr braucht als Essence Ranger. Oh, ich brauche noch Dex. Das macht mich jetzt traurig. Ich brauche noch so viel Stärke und Int. Ich habe halt 300 Dex, aber nur 70 Stärke und Int. Ich brauche auf jeden Fall in den nächsten 15 Leveln noch, ich weiß gar nicht, ich glaube noch 25 Decks, aber ich habe im Zweifelsfall noch eine Note direkt dran, also eine 30er, von daher. Ja, ich brauche gerade noch 50 Decks, das ist mein Problem. Ja, okay, ganz so schlimm ist bei mir nicht. Es sei denn, ich brauche 131 und nicht 113, ich bin mir unsicher. Was machen wir jetzt als nächstes? Die Ostsuri, keine Ahnung. Okay. Einfach zu lahm. Mein Charakter ist einfach ein Lahmarsch. Hast du auch kein Movement Skill? Ja. Ich habe gerade aus Scheiße einfach Stiefel angezogen, die 15% Movement Speed haben. Falls geht. Ich vorher tatsächlich keinen Movement Speed hatte, was ein bisschen assi ist. Und tatsächlich hat das Schwert halt auch noch 10% Movement Speed, das ist ganz nett. Frenzy Charge, okay. Breach! Breach! Das ist der erste Breach, seitdem wir OP sind. Das ist echt lange, ja, seitdem wir den Breach hatten. Wo ist eigentlich unser Allocator? Na, der ist gerade dick. Ich zu Hause. Der ist noch wacken. Ja. Class Plant. Naja. Da habe ich mir auch mehr gehofft. Ich will mal ganz kurz dann auf einen anderen Charakter. Okay. Weil wenn ich gerade das Problem mit dem ganzen Dex habe, gebe ich dem einfach ein Amulett mit ein bisschen Dex drauf und dann geht das schon. Okay. Wir machen ja einfach gleich ein Portal. Ich hoffe, der kann da tragen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt, aber ich glaube schon. Lagen hier nicht Splinter irgendwo? Die habe ich schon eingesammelt. Ah, sind die free for all? Nein, nein, aber. Okay. Für mich. Zumindest waren einige für mich. Gut, dann war vielleicht einfach keiner für mich dabei. Das kann gut möglich sein. So, ich halt immer noch dann nochmal einladen, wenn ihr so nett wärt. Ja. Gott, wo bist du denn da? Ich habe immer noch den kacken Visa Meter im Inventar, der einen Skillpunkt eigentlich gibt.
Kannst du meinen Town Portal nehmen? Dann mache ich das doch. Ja. Da ist der Loot Allocator gestorben. Nee, bin ich nicht. Ist er nicht. Du musst einmal so im Bogen rum, ist ein bisschen umständlich. Ich hatte eigentlich gerade noch ein neues aufgemacht, aber da warst du schon durch. Ich bin so oder so durch. Ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Schaden. Lässt sich auf jeden Fall machen. Weil wir mehr Schaden auch dringend brauchten. Genau. Gern geschehen. Ah, finally. Ich habe keinen Platz im Inventar. Brauche ich. Ich muss jetzt auch gleich einmal ganz kurz in die Town, weil. Okay. Ich noch einen Skillpoint im Inventar. Dann machen wir. Du hast noch einen Skillpoint im Inventar? Wo ist denn die in der Nähe? Ja, den Visameter habe ich noch im Inventar. Ich habe den noch nicht abgegeben. Das ist immer noch von dem ersten Gebiet. Oh, stimmt, den habe ich auch noch, das Visameter. Aber ernst? Ja. Ja. Braucht wer irgendwer einen Jewel von euch? Was denn für einen? Ich habe, glaube ich, original keinen Slot frei. Von der Quest jetzt her. Gibt's ja die Unique. Ach so, nee, jetzt. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts. Weiß nicht, ob irgendwer Interesse hat an so einem Gem und will da jemand machen. Nee, die Gems bringen mir, glaube ich, auch alle gar nichts. Ich weiß ja nicht, ob hier unsere Todesfee dieses Minion-Gem benutzen möchte. Du meinst das mit der Stärke? Ist das das mit der Stärke? Achso, nee, der Stärke hatte da was mit der Waffe zu tun. Nee, ich laber gerade Scheiße. Hör nicht auf mich. Welches ist denn das Minion Gem? Ich sehe es gerade gar nicht. Weil. Du weißt, Zombie. Das ist das zweite. Ah, ja, ich hab's schon. Ist halt eigentlich nicht schlecht, halt. Wenn sie es haben möchte, würde ich es halt einfach geben, weil. Ich brauche es nicht. Ich hab's jetzt einfach mal mitgenommen. Ich brauche davon halt sonst auch nichts. Eben. Zack, zack, zack. Gott, erstmal den ganzen Kram hier wegsortieren. Ja gut, sie hat es auch genommen, dann nehme ich jetzt einfach was anderes. Okay, also du kannst meins auch gerne noch dazu haben für den zweiten Sockel dann. Brauchst du denn das Zombie-Ding oder was? Ach so, Skelette, nicht Zombies. Ja gut, dann bringt es nicht ganz so viel. Ach, das stimmt. Ist denn irgendwas davon, was interessant ist? Ich glaube nicht. Gott, erstmal die ganzen Scam-Ringe verkaufen. Danke, Kadiro. Danke für überhaupt gar nichts. In der Tat. Oh, ich hab sogar noch. Mist habe ich jetzt. Nee, der ist eigentlich. Warum trage ich den nicht? Ah, weil ich Cold Rest brauchte, das war's. Aber ich könnte den fast dafür mal wegtun, ne? Andererseits habe ich Max Fire Rest. So, wieder meine ganzen Items hier wegstauen, ne? Ich habe meinen Schaden darunter. Nervig. Oh, ich brauche leider die Stats auf dem Ding. Was ist denn da drauf? 21 Decks. Okay, dann kann ich den Ring leider nicht wegtun. Schade. Ich habe zum Glück auf meinem anderen Charakter aus Bildgründen dieses Amulett hier, was jetzt natürlich mir zugutekommt. Der 82 zu allen Attributen ist schon nett, ja. Beziehungsweise ja. Insgesamt 98. Ja, gut, das ist halt super. Expenses auch, das kostet auch so um die 100.000 aus. Was? Das Ding ist auch 100.000 aus wert. Nee, ganz so viel nicht. Na. Astramentes ist 100.000 aus wert. Das Amulett. Jupp. Ernsthaft?
Google nochmal genau. Ich meine. Okay. Nein, ich krüppel. Okay, ich korrigiere mich, das ist echt gar nichts mehr wert. Ist zwischen 20 und 30 Chaos wert. Ja. Ich wollte korrigiere ich schon mich. Ja, hier sind nämlich noch welche für ein Ex drinne, aber die sind dann auch schon besser gerollt. Ja. Ja, gut. Meinst du es jetzt nicht perfekt, aber es ist schon okay so. Ja, vollkommen. Dass es kein Meisterwerk ist, weiß ich auch. Nee. So, ich glaube, habe ich alles. Endlich wieder ein freies Inventar auf. Mhm. Also abgesehen vom Sign of Purity, aber. Warum wird mir denn eigentlich meine Ping oben noch angezeigt? Ah, ist das denn. Okay, verstehe. Ich wäre schon wieder ready und warte auf mich. Ja. Jo. Ja, ne? Wo müssen wir denn hin? Rune Square. Genau. Ich muss gleich eigentlich nochmal gucken, ob noch was zu essen da ist. Hast du nicht Gulasch gemacht? Ja. Aber das ist für übermorgen, oder? Nee, das ist für heute, aber ich habe halt für mehrere Personen gemacht. Ach so, und du bist halt nicht sicher, ob sie nicht schon alles weggefuttert haben. Wir müssen da unten rechts. Ich habe zwar 2 Liter Gulasch gemacht, aber ob das reicht, ist halt die Frage. Frage ist, für wie viele Leute hast du gemacht? Und ist das so ein Standard-WG-Hunger, oder? So. Keine Ahnung, die Leute haben halt Hunger. Mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Ich glaube, das sind jetzt 5 oder 6, ich weiß nicht. Oh, okay, sind schon ein paar Leute, verstehe. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich wurde halt verdonnert, also. Okay. Was soll ich dazu sagen? Ach, das Ding ist noch weitergewandert. Voll nicht gesehen. Schon gedacht so, ja? Irgendwas fehlt dir doch. Wo ist die Kiste? Ich werde mein Loot betrogen. Aber da die Leute auch schon um 7 Uhr essen haben wollten, und ich dann gesagt habe, nee Leute, ich mach das später. Ist halt die Frage. Wie viel Hunger sie dann danach noch hatten? Sowieso ein Wunder, dass sie sich in der Zeit einfach keinen Döner geholt haben. In der Tat. Ja. Ja. Geht's weiter. Oh, Moment. Ich nehme ich. Da unten, alles klar. So, wie war das hier? Zuerst nach unten links, dann nach rechts und dann... Ich gehe immer nach oben links zuerst. Okay. Und das ist halt relativ egal, wenn du eh in Circle rennst. Nee, ich hatte immer die Angewohnheit... Oh Gott, Alter, immer zuerst nach oben rechts zu rennen. Was wir sollten uns aber jetzt auf einen Weg einigen, weil wir sind gerade mega gesplittet. Ich hatte gerade eine Strongbox, Entschuldigung, die habe ich dann eben mitgenommen. Ich laufe jetzt einfach die Dinger ab. Das heißt, dann warten wir kurz auf uns, dann kommen wir dir jetzt nachgerannt. Okay. Ich gehe dann so lange hier AFK. Bis gleich. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber das werde ich schon. Ich stell doch 2 Totems hin. Die halten ja nicht ewig. Na, den Harbinger können wir aber mitnehmen, da. Aber echt mal. Geht der echt fix. Hey, Chaos Shards, immerhin. Der Loot-Allocator stirbt gerade. Wir eilen ihn zur Rettung. Oh, hier ist ein Harbinger, sorry. Ja, ich, Moment. Ich sag mal so, mein... So, AOE-Schaden kann ich auch locker machen, aber... Mein Problem ist so ein bisschen das Single-Target. Hey! Das hat sich gelohnt. Offiziell nichts für mich.
Ja, das war fast alles für mich diesmal. Ich habe zu 80% des Schadens gemacht, aber ist ja egal. Ja, das ist dem Loot Allocator doch wurscht. Eben. Achso, ich frage mich sowieso manchmal, nach welchem System der das entscheidet. Ich würde sagen, nach Zufall. Ja. Ja, das mache ich sehr gerne übrigens. Aha. Dich fragen, wonach der das entscheidet? Nein, ich bin doch der Loot Allocator. Achso. Ihr könnt ja mich fragen. Und ich kann euch sagen, ich mache das einfach nach Lust und Laune. Okay. Ah Gott, ich kann mir da auch keine 2 Minuten alleine stehen lassen. Mich? Oh, ich schon weil er wieder da war. Ich dachte eigentlich, wir hätten um dich rum alles geklärt, aber da sind noch Viecher nachgekommen. Ja, aber ich muss eh ein bisschen überleben, denke ich. Ja, ich sag mal so. Dein Leben war getroppt. Uff. Also so auf Hälfte der Hitpoints warst du zwischendurch runter, aber alles schön. Da wir eh kein Hardcore spielen, aber ich habe das eben auch gesehen, als ich weggegangen bin. Ich habe nicht so viel Schaden genommen. Also ich hätte davon sterben können, selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde AFK gewesen wäre. Mhm. Quasi genau das Gerät, was ich an Schaden genommen habe. Sonst wäre ich nicht abgegangen. Ja, wie gesagt, du warst auf Hälfte runter. Ja. Hat Tana eigentlich gesagt, warum sie nicht Chess ist? Ist sie einfach nur schüchtern oder hat sie einfach kein Headset? Sie ist ja dabei. Sie hört uns ja. Ja, aber ich meine, dass sie halt nicht redet. Keine Ahnung, habe ich nicht nachgefragt. Dachte mir, wenn man das nicht mehr. Ah, kein Headset, okay. Ah. Dachte mir, wird schon seine Gründe haben. Ich akzeptiere das einfach so. Ja. Mir ging es halt auch wirklich hauptsächlich darum, dass ich halt nicht alles gleichzeitig erzählen und tippen muss. Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Wie viele Items müssen das sein? Wir haben alle. 3, ne? Ja, ihr solltet jetzt eigentlich alle haben. Ja. Ja. Das ist ein Kiefer, ein komisches Dreieck. Zahn und ich glaube, es ist ein Zahn, oder? Ja, das ist total ein Zahn. Und ein Haar. Keine Ahnung, wir können total gehen, oder? Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Den Scheiß erstmal ab, gibt einen Skillpunkt. Jawollo. Mehr Life. So, wo wollte ich jetzt eigentlich lang skillen? Oh, ich habe immer noch einen Skillpunkt. Gerade nicht so nehmen. Worum geht's? Ich glaube, ich wollte gerade hier runter skillen. Was ist das? Hier wollte ich hin. Ich finde, so leise den Soundtrack in den Hintergrund zu packen, war eine ganz nette Idee. Eigenlob? Nee, das meine ich gar nicht. Ich finde es halt für mich gerade ganz nett, wenn halt keiner quatscht, dass ich wenigstens ein bisschen Musik auf dem Ohr habe, weißt du? Achso, ja. So. Ja, wenn ich esse, dann rede ich leider nicht ganz so viel. Nee, es sollte auch kein Vorwurf sein, alles gut. Achso, warte mal, wir müssen eigentlich wieder zurück zum Reliquary, ne? Ja, aber ich glaube, wir runterlaufen immer schneller. Bevor wir den ganzen Weg da drin zurückrennen. Ja, oh Gott, wo seid ihr gerade? Ich kann euch auch mal Portal aufmachen. Ja, das wäre total super. Ich habe nämlich den Wegpunkt nicht und bin erstmal zurück in die Stadt gegangen und es war alles total dumm. Seid ihr schon wieder in der Stadt? Portal steht. Bin natürlich erstmal ins falsche Portal gerannt. Na, dann gehe ich. Hier ist auch Dankeschön. Na, dann komme ich auch mal durchs Portal. Hier oben ist mein Zug, da war. Machen wir. Haben wir nicht noch Sidequests? Ja, wir hätten jetzt hier noch den Utula, aber der gibt halt nur so ein komisches Unique-Juwel, was eh totaler Crap ist. Okay. Dann können wir uns das ja schenken. Weil überlevelt sind wir wahrscheinlich eh noch, oder? Oh, es geht. Massiv. Also, ich bin noch 3 Level drüber. Ja, ich bin auch noch 3 drüber. Aber 3 drüber ist im Rahmen. Ja.
Wir kriegen halt immer noch 100% EP. Ja, eben. Naja, wir würden wahrscheinlich, warte mal, wir sind bei 48. Ich bin ein drüber. Wir würden sogar bei 6 Level drüber noch volle EP kriegen. Ja, aber. Ist ja trotzdem uneffektiv, weil ich meine. Ja, klar. Nicht gerade ein Problem, hier durchzukommen. Nee, das stimmt. Das stimmt alles. Rotes Biest lassen wir weg, oder? Ja. Ja, oder auch nicht. Ich muss sagen, ich bin überrascht für den Clear Speed von Wildstrike. Breach. Den nehmen wir mit. Boah, das macht auf jeden Fall Spaß. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Wir nehmen mal mehr Monster spawnen. Ist hier eine Perandus-Kiste? Oh, hier ist übrigens noch eine Perandus-Kiste, also ganz nebenbei. Mach du doch die schon mal fertig und wir gucken gleich nach. Ja, ich bin dabei. Ich bin hier auch am Rand vom Breach, also ich mache hier sowohl das eine als auch das andere. Multitasking ist ja so fertig. Was ist denn das Vibe oder was? Hm? Also Männer können kein Multitasking, das glaube ich nicht. Ich habe nie was von gehört. So, bei Kitava kann ich gleich wieder AFK gehen, weil das ja, bei Kitava können wir alle AFK gehen. Ja, das ist halt so. Und ich überlege, wie sehr ich mit meinem Molten Strike Build da irgendwie rumgeeiert bin und hier ausweichen und da ausweichen. Und jetzt ist halt so, stell halt die zwei Pfosten dahin und gut ist. Ja. Das ist so. Wir müssten es eigentlich alle mal in die Mitte stellen, einfach mal auf K gehen. Nein. Ich bin übrigens hart enttäuscht, dass man bei den Charakternamen keine Zahlen nehmen kann. Ich wollte den Char nämlich eigentlich erst den Pfosten Master 3000 nennen, aber 3000 ging leider nicht. Ich habe gefühlt sehr viel Impact. Keine Ahnung, ich habe gerade 10k DPS. Ich weiß nicht, wie viel ihr habt. Nicht so viel. Eher so 3k, glaube ich. Ich habe 4k. Gut. Ah, ich habe auch knapp 4k. 3,8. Müsste halt jetzt eigentlich für Kitava müsste ich halt jetzt eigentlich Ancestral Call rausnehmen und dafür noch irgendwie, keine Ahnung, Elemental Damage mit reinnehmen, damit ich meinen eigenen Damage nicht negiere. Oh, da ist aber der Allocator fast draufgegangen. Ja, weil ich halt AFK bin, ne? Ich habe mich halt neu bewegt im Fight. Ich bin gerade am Essen. Oh, sind wir gleich schon fertig mit dem Kampf. Jo. Wo sind die Dings der Bushi denn noch? Die sind durch. Oh, ja, ich bin gerade noch im Skilltree. Jetzt kommt nämlich dann, ich töte euch alles Beam und dann kommt der Lewis hin und macht einfach so, nope. No. Ich bin echt verwundert, dass ich noch nicht einfach gestorben bin. Also nur fürs Protokoll, ich habe mich jetzt bei dem Boss nicht 1 cm bewegt. Schön. So, die Selfies machen wir jetzt aber mit am Strand, oder? Ja, auf jeden Fall, die geht ja schnell. Ja, vor allem können wir dann alle Skill-Gems einfach immer holen. Ja. Aber fast alle. Ja, alles schon. Was machen wir? Die Sidequest hier eben. Den Twilight Strand clearen. Lass mal warten, bis der Rest da ist. Jo. Alright.
Das erste Mal in Akt 6? Na dann. Dann Glückwunsch. Läuft bei dir. Du wirst ab jetzt sehr viele Gebiete wiedererkennen. Alter, mach das mal bitte nicht voll ins Mikro. Alter, war laut. Ich hab mich noch zusammengerissen. Ach ja, hat man nicht gemerkt. Deswegen hat man noch einen schnellen Mute-Button eigentlich. Ja, nee, das konnte ich nicht mehr. Tut mir leid. Wie glaube ich dir nicht? Ja. Ich werde immer von meinen Freunden Goofy genannt, wenn ich anfange zu niesen. Mhm. Woran das wohl liegt? Sieht praktisch, Concentrated Effect. Ist ja gedroppt, das ist ja super. Ja, lag da gerade. Oh. No. Gott, da ist noch eine Harbinger. Und eine Strongbox, was ist denn hier los? Jetzt mal, wenn ich noch Loot kommen würde. Okay, davon ist einfach mal legit nichts für mich. Hab mich jetzt mal gemutet für euch. Dankeschön. Sehr gut. Oh. Ja, der macht ganz gut Schaden, wenn er möchte. Wie viel fehlt jetzt noch? Mehr als Kitaba? Kommt auf deine Resis an. Aber kann passieren. Ich glaube, das Problem bei dem, der macht wahrscheinlich nicht mehr Schaden. Ich glaube, das Problem ist, weil Kitava so groß ist, ist man da eher vorsichtig als bei dem kleinen Krübel, wo man denkt so, ja, der macht sowieso nichts. Und dann packt er auf einmal einen Skill aus und denkt so, wow, Moment. Oh. Hier rechnet man einfach nicht mit. Oh, okay, Kitava dodgt man, wenn man nicht gerade auf AFK rumsteht. Ja, eben. Das ist schon recht. Und das geht auch relativ einfach. Wenn du da halt einmal die drei Standard-Skills kennst, ist das halt relativ easy. Ich hab 1800 Leben, ich kann halt abkeilen. Ich hab 1700. Ich hab nur 1600. Uff. Oh, wir sind fertig, sehr gut. Da liegt noch eine Divination-Card, okay. War nicht meine. Meine auch nicht. Ich habe keine Lust zu laufen. Glaube ich nämlich auch ein paar. Das hat niemand. Nee. Also, Lilly. Ah, und ich gehe natürlich wieder direkt zurück zum Strand, weil ich ein Idiot Respekt. Bin. Weil ich halt einfach nach oben laufen wollte und aber unter meinem Portal gespawnt bin. Ach ja. So. Warum muss Lilly eigentlich da hinten parken? Ich weiß nicht. Weil sie ja später da vorne kommt. Ja, aber. Ah. Aber. Nein, kein Aber. Ach, scheiße. Zwei Respect Points kann sie halt auch behalten. Ja, aber du willst ja die Gems nehmen. Oh, das kann die rum. Den gucke ich an. Bevor ihr es tut. Mr. Scamlord. Amulett will ich nicht haben. Warte ich noch ganz kurz auf mich? Ja, der steht direkt hier am Anfang. Achso, okay. Alter Kadiro, da muss ich eigentlich mal nachschauen. Lass ich mich jetzt von dem Scam? Dachte, ich mach nur noch kurz mein Inventar leer. Alter, mit Live-Rack, das will ja keiner haben. So, da bin ich. Sehr gut. Ferandes und Harbinger. Sind das nicht sogar zwei Harbinger? Das sieht zu viel aus. Ja, sind zwei. Und ein Walorb. Meiner. Danke, lieber Locator. Wird eigentlich das Gildentag vor oder hinter den Namen gesetzt? Warte. Ja, so.
Wo denn? Gar nicht. Der Skill-Tag wird gar nicht angegeben. Sicher? Ja, ich habe gerade geschrieben und ich bin in der Gilde. Ja, aber wenn du in der Gilde bist, heißt das so lange nicht, dass du einen Gilden-Tag hast. Auch eine Gilde und hab keinen. Ist das nicht immer so? Nein, nein, du musst mit Maps quasi. Also du musst halt Maps dafür benutzen, um dann den Tag da zu machen. So, keine Ahnung. Das machen die wenigsten. Aber sonst könnte man, wenn das halt hinter dem Namen ist, sich Forstmaster nennen, eine eigene Gilde machen und die Gilde halt da halt 3000 hinsetzen. Falls du dem Gildenkürzel halt Zahlen geben kannst. Kannst du, ja. Also das okay. Ist halt, die Maps haben auch Zahlen, ja. Es sind auf jeden Fall Zahlen dabei. Okay. Das weiß ich. Hier noch Habinger. Aber okay. Ich könnte dann aus der Logik heraus sagen, dass der es immer vor dem Namen kommt. Ist eher wahrscheinlich, ja. Leider gerade in keinem Globus, kann man das nicht sehen. Das haben auch die wenigsten, das ist das Problem. Es wird vor dem Namen. So. Bringt die Sidequest irgendwas? Weiß das wer? Ich glaube legit nicht, aber ich mach die trotzdem. Ja, ist ja schnell gemacht. Passt schon. Also es geht ja echt zügig. Wow. Der Pfeilhagel machte nicht wenig Schaden. Das Item kannst du in die Tonne kloppen. Hm? Das kannst du nicht mal deinem Wender verkaufen. Ah, okay. Da kriegst du dann nur sinnlose Skill Gems, also Support Gems. Boah, okay, das ist echt. Das ist das nutzloses Unique, was es im ganzen Spiel gibt. Ja, das habe ich gerade auch so festgestellt. Ach so, du meinst dieses. Bitte, du Stab. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es für meine Witch noch zum Level nehmen kann, weil die halt eh schon in der einen Hand ein Zepter trägt, aber nein. Einfach nein. Das Ding, bringt das Ding ist einfach komplett useless. Ja. Kannst du nicht mal für ein paar Alchemie-Shards mitnehmen? Das ist halt so. Wenn du es beim Vendor verkaufst, dann kriegst du halt die Skill-Gems, die da der Stab bringt. Okay. Ja. Es ist halt so die Eisenharz-Kiste vom Path of Exile. Genau. Oh! Oh, nice. Das ist wirklich nice, ja. Was habe ich denn für eine Divination Card bekommen? Oh, von Voltaxic Rift. Eins von vier Map. Ja, richtig. Das war bestimmt so eine richtig tolle T1. Ich hab die hier. Wer kriegt denn von der Karte einen kompletten Stack zusammen? Ich. Ich hab da schon einen kompletten Stack zusammen gehabt. Hm. Du musst dann halt nur die Maps quasi rennen, die wo die halt droppen kann. Ich meine die Map-Dings da. Also davon haben die auch schon gedacht, so. Naja, also ich hab nur vorher das Ding noch nie gesehen, so. Breach. Keine Ahnung. Ja. Wie das? Also die Divination Cards bekommst du halt eh immer nur dann voll, wenn du wirklich sagst, du farmst die Kacke. Ja, oder halt random, ne, teilweise. Ja, ich meine. Klar, ja, aber das sind dann halt die Kleinen, die also die. Also die Gambler, Emperor's Luck und sowas, die kriegst du immer voll, aber wenn du wirklich jetzt keine wie wohl Text Grip haben willst oder. Ja, dann, das stimmt. Dann musst du wirklich die Beste fahren. Mensch, nicht sterben. Ja. Nee, alles gut, ich musste nur ein bisschen aus der Action raus. Ich trigger mal die Spoilers, ist doch ein Box, ne? Ist mir sonst zu langweilig hier. Wo ist die? Ach da. Jo, Critical Strikes unlucky. Cool. Schön, dass ich critten kann. Oh wait. Nicht. Also wenn jemand von euch ein Crit-Bild spielt, da ist nur ein halbwegs okay Flask. Ja, ich brauche jetzt später die Crit-Flask. Jetzt brauche ich erstmal noch Text Speed hauptsächlich.
treffen, weil meine Crit-Chance ist eh noch nicht existent. Ja, meine auch nicht. Meine ist bei Legit 0. Kann leider nicht. Ich habe in der Theorie. Oh, ich habe eine Crit-Chance von. Wo steht das denn? Da. Von 6% immerhin, aber. Gott, wo zur Hölle steht das? Wo ist denn die Truse? Die ist hier rechts oben. Genau hier ist er. Und dann kommt gleich wieder ein toller Bossfight. Ja, aber gibt wenigstens einen Skillpunkt. Eben. Von daher ist das legitim. Und den ersten Teil fürs Pantheon. Stimmt, das ist auch das erste Mal. Gott, auf welcher Taste ist das nochmal? Y. Nee. Ah ja, doch. Ja, legit, ja. Nee, Y ist, wenn du das nicht. Ja, weil du es noch nicht hast. Ach, stimmt, ja, klar. Genauso wie, genauso wie der Atlas auf G ist, aber den hast du halt auch noch nicht. Zuletzt sind wir wieder daran gewöhnt, dass die Map auf M ist. Ich weiß nicht warum, irgendwie in einem anderen Spiel. Weil es in allen anderen Spielen so ist. Ja. Aber wir haben übrigens Glück, hier ist auch noch direkt einen. Boah, einen Kobold drin. Wie heißen die? Ein paar Wechsel nochmal. Harbinger? Was? Harbinger? Nein. Was ist ein Kobold denn? Ja, was denn? Ach so, ein scheiß Geist. Geist, ja. Wie heißen die nochmal? Tormented Spirits. Genau. Ja, für mich sind das die Goblins, also für halt Diablo-Spieler. Ja, sind Goblins, das die Diablo 3 Treasure Goblins schon. Ja. Halt in Pub Exile-Style. Obwohl die relativ useless sind in Pub Exile, muss ich sagen. Und das stimmt. Aber sieht den Diablo 3 auch, da droppen die auch. Die Axt. Könnte noch ein Chaoswert sein, denke ich. Mm, ja, ich kommt hin. Abschlussliefer, okay. Ah, brauche ich nicht. Ein solcher Was ist denn die wert? Warte, kann ich dir gleich sagen. Also ohne sockelsinnigen Alchemie. Na gut. Ich guck mal. Ich guck mal gerade. Pfeiflink wäre sie 5 Chaos wert. Aber sie ist halt nicht Pfeiflink. Ach wirklich. Ja gut, ja, dann. Wo seid ihr denn alle hingegangen? Und warum? Ich bin rechts rum, Gott. Komm, wir gehen einfach hier rum. Okay. Und fangen wir dann wir gehen hier lang, wir sind die coolen. Ja, nachdem ich da jetzt gerade nicht verreckt bin, kann ich das jetzt tatsächlich auch machen. Es war so, trete aus der Tür und stehe halt so in 30 Gegnern mittendrin. Alter, die hauen ganz schön rein. Ja, dann musst du dich mal ein bisschen bewegen, damit du kein unbewegliches Ziel bist. Ja, bin dabei. Okay, Pira zur Erklärung. Wenn du jetzt mal Y drückst, hast du jetzt das fantastische Pantheon. Es gibt insgesamt 16? Nee, 12 Gottheiten tatsächlich. Und 4 große oder 4 Major und 8 Minor, wenn ich es richtig sehe. Und du kannst dir prinzipiell, sobald wir die getötet haben, halt immer einen entsprechenden Bonus aussuchen. Also im Moment hast du nur einen zwangsläufig, nämlich Sword of Tukohama. Die bringen dir halt immer irgendwelche defensiven Boni, die Dinger. Die kann man später auch noch aufwerten. Ja, musst du mal gucken. Steht in deinem Bild wahrscheinlich auch irgendwo, also wenn du nach einem Guide spielst, steht da ziemlich sicher mit drin, welche du idealerweise nimmst, sobald wir alle freigeschaltet haben. Also die Du kannst immer einen großen und einen kleinen nehmen. Ja, genau. Du kannst eine von den großen, eine von den kleinen. Und du die ganzen Zusatzfähigkeiten, du kriegst am Anfang immer nur die erste Fähigkeit von dem Gott. Die anderen Zusatzfähigkeiten, die musst du später in Maps fangen,
mit so einem genannten Divine Vessel, aber das dauert noch ein bisschen. Das kommt doch erst auf den höheren Maps, oder? Nee, das ist, das ist kommt auf den Gott an. Halt. Das ist okay. Teilweise sind das wirklich die hohen Gottheiten, aber teilweise sind das wirklich so T1 oder T2er Bosse. Okay. Ich muss mal kurz die Katze, glaube ich, reinlassen, sonst mach ich die Palaver. Alles klar. Nee. Wieder zu wenig Stärke. Was ich sagen wollte, also wenn du nach einem Guide spielst, dann steht da ziemlich wahrscheinlich auch drin, was du im Pantheon wählen solltest, idealerweise. Ist zumindest bei den meisten Guides der Fall. Bei den meisten guten. Ja. Es gibt auch so einen Guide, mach das und das und du bist OP. Ja, und dann denkst du so wie, ja, danke, das ist kein Guide. Ich den noch mit? Nein, okay. Jetzt sehe ich natürlich schon 3000 weiter. Ich mache den Town Portal auf. Uff. Oh Gott, ich bin selber durch. Ey, ich hab's mit Portals heute, ne? Ja, geh du mal zuerst durch, bitte. Hallo Katze, tschüss Katze. Ja? Bist du jetzt schon durch, durch meins? Yep. Ja. Okay. Sah bei mir so aus, als wärst du wieder in Dance gegangen, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Hm. Ab nur jetzt gerade die Katze auf dem Schoß, weil sie dachte, sie hat Bock. Ja, ist doch nett. Ja. Ich meine, wenigstens. Ich dachte, dass sie laut ist und furzt. Hey, wenigstens liegt sie nicht auf der Tastatur. Ja, das stimmt. Und jetzt hat sie das Essen weg, jawollo. Ist der einzige Grund, okay. Warum sie zu dir wollte. Das ist eine rote, fette Katze, die Garfield heißt. Ernsthaft? Ich sag nur so. Ja, ernsthaft. Trial. Ja, das kann man dick ignorieren. Also meine Wenigkeit zumindest. Nee, ich brauch das. Nee, ich brauch die auch noch. Viel Spaß. Falls wir jemals hinkommen. Ich brauche nur noch die Endgame-Dinger. Ja, du bist ja auch schon am, hast du schon einen Max, Heilemittel. Ja, ne? Wo ich mit dem bis jetzt auch nur Team 1 gelaufen bin. Mehr als zwei Maps und alle Labs habe ich mit dem noch nicht gemacht. Ja, also du hast damit dann ja in meinem coolen Messlab hinter dir. Ja, gelöscht. Was eben mal die Merciless Level gesagt. Das heißt immer noch Merciless. Jetzt immer noch Merciless? Ja, es heißt immer noch Merciless. Muss man darauf achten, wenn du die öffnest, dann steht es dabei. Oh nein, 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 nein. Doofe Falle. Geh dann schon mal weiter und mach euch dann ein paar Teile auf. Ja, dankeschön. Ne? So. Ich will mal ein bisschen effizienter arbeiten. Ah, Gott verdammt. Sagt mir dann Bescheid, wenn ihr soweit seid. Wir sind soweit. Vorne steht. Dankeschön. Wieder, kurze Frage, wie lange habt ihr denn jetzt noch vor zu machen? Gute Frage. Weil ich bin so langsam an dem Punkt, wo ich sage, jo, müde ich jetzt ein. Dann lass uns doch hier den Abschnitt noch fertig machen, also nicht den kompletten Akt, aber. Also meint ihr jetzt Brutus klatschen? Ja, genau. Also den Brutus-Verschnitt jetzt quasi noch. Und dann. Das bringt noch einen Plan, wenn alle mit einverstanden sind. Und wäre okay. Ja, von mir aus können wir zwar noch länger machen, aber ja. Nee, wenn du müde bist, ist okay. Ja. Das bin ich, ich bin nicht er.
nach 4 Stunden Faserwechsel reicht es mir dann auch. Ja, ja gut. Samstag 20 Uhr steht prinzipiell bei allen noch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. War das nicht 18? Nee, das war nicht 18 Uhr, das war Anfang 20 Uhr, richtig? 20 Uhr, ja. Ja, ich muss bis 19 Uhr arbeiten, also vorher schaffe ich es definitiv nicht. Na gut. Ich will noch, wenn wir 2030 sagen. Nee, ja, das passt. Ich habe nicht so einen weiten Weg von der Arbeit nach Hause, das geht schon. Ich sollte nur zusehen, dass ich halbwegs pünktlich rauskomme, dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Ja, wir warten auch nur auf dich. Voll großzügig. Wir müssen nicht hoch, ne? Nee. Eher unwahrscheinlich. Gott, diese Käfige gehen mir so auf den Sack, ne? Ja, die sind halt super grausam. Also die halten halt einfach nur zu viel aus. Ja. Vor allem, die haben bei mir am Anfang immer Lecks verursacht. Wenn ich die Ebene betreten, einfach die übelste Lecks. Okay. Ja, natürlich auch gleich zwei Rare Mobs davon. War das doch mal, wo diese Käfige sich angefangen haben zu drehen und man konnte die einfach nicht mehr töten. Das war immer grausam. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da noch böse Flashbacks. Machen wir ihn kurz platt, das geht ja schnell, ne? Ach, Destroy More Dummies auch noch, ah. Von wegen. Das möchte er nicht, keiner. Nein, tschüssi. Nee. Der hat wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Bei dem, wenn er die Dummies macht, kann man so ein bisschen weggehen, wieder hingehen, dann sind alle gleichzeitig gespawnt und der hat noch keinen gekillt. Das ist ein ganz lustiger Trick. Hier unten? Frag mich nicht. Hier, aber es ist so. Oh. Hier so? Hier so? Hier so? Ja. Normalerweise muss halt immer eine komplette Runde rennen. Ja, eigentlich ja. Schon. Aber. Deswegen war ich so fähig auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich eh wieder nur Fake Shit. Fake News. Genau. Gott, ich habe immer noch das scheiß Manuskript in der Tasche. Ja, stimmt, ich auch. Au, 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 au. Ja, das stimmt, wir haben ja jetzt weniger Resistenzen. Hier misst du das. Aber gut, dass wir einfach so viel Schaden machen, dass sie zu nichts kommen. Ja, solange man den Blitzschaden ein bisschen ausweicht, das ist alles ganz easy eigentlich. Ach ja, das die City. Der gute Culling Strike. So, erstmal noch kurz die ganzen Sachen hier abgeben. Erstmal den ganzen Scheiß abgeben, genau. Erstmal die ganzen Rewards ansacken, jawollo. Gott, ich könnte eigentlich echt ein besseres Amulett gebrauchen, oder? Nee, wobei, weiß ich gar nicht. Ich kann davon gar nichts gebrauchen, eigentlich. So richtig auch nicht. Also, vielleicht kommt was Gutes bei rum, aber. Nicht so. Book of Skill. Uff. Helm kann ich auch nicht gebrauchen. Schön. Jetzt habe ich leider über Legendaries. Braucht das wer? Leider nicht. Okay. So. Oh, brauchst du ja zufällig den hier? Moment. 71 Live, Cold Resi, Fire Resi. Der ist nicht schlecht. Der sieht echt gar nicht übel aus. Na, der Cold Resi ist halt ein bisschen kacke, aber. Wenn den wer will. Ich kann ihn, glaube ich, leider noch nicht wegpacken, weil ich dann nicht mehr genug Decks habe.
Also ich kann ihn nicht nehmen, weil ich dann. Oder war da auch Dex drauf? Nee, ne? Ne, da ist kein Text drauf. Ja, nee, dann nicht. Das will er haben für ein Chaos. Alter, ich scam den Jungen gerade ein bisschen. Wett? Ich scam den Jungen gerade ein bisschen. Will von mir ein Item haben, was ich eigentlich. Was halt niemals Chaos wert ist. Okay. Naja, wenn er dir einen Chaos dafür anbietet, sei es aber. Ja. Dann ist das für ihn den Chaos wert. Richtig? Ah, nee, das ist nicht richtig. Na, komm schon. Ich hätte schon ein bisschen versucht, auf die Tabula einen Walorb drauf zu hauen, aber. Nicht bevor ich nicht die Königs habe, eine neue zu kaufen. Nee, eben. So, was So. mache ich mit meinem letzten Skillpunkt für heute? Leben. Zack. Ich liebäugle gerade eher mit Totem oder mit Zweihandschaden. Da muss ich da auch noch irgendwann hin, aber das kommt, glaube ich, später. So, also es steht jetzt Samstag Oh, Elementarisis, ja, nehme ich. 19 Uhr haben wir jetzt gesagt, richtig? 20 Uhr. 20 Uhr. Ja, dann sage ich mal bis Samstag. Glaube, da hatten alle anderen auch Zeit. Das war bei der letzten Umfrage irgendwie mit bei. Ich mache dann für nächste Woche nochmal eine neue. Muss ich nochmal Jo, gucken. super. Dann sage ich Ja. mal bis Samstag oder mal zwischendurch mal Jo, aufschreiben. im Discord oder so. Alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Ja, Mitzocken und schönen Tudlo. Abend noch. Jo, gleichfalls. Sorry. Ja, gerne doch. Tschüss. Tudlo. Alright, alright. Dann mache ich im Stream auch Feierabend. Wir haben es doch gleich 23:30. Ja, finde ich ganz okay. Oh, dann kann ich ja jetzt. Oh, voll gut. Oh, die Kopfhörer abnehmen. Oh, es ist so viel angenehmer. Oh, es ist so viel angenehmer. Voll gut. Ich meine, das Headset ist eigentlich echt bequem, aber es wird einfach warm darunter. Das ist so der Punkt. Ah, ja. Ja, Gudi, dann mache ich jetzt aber, glaube ich, auch Feierabend. Das ist, glaube ich, ganz okay. Dann gibt es wie immer noch einen Song zum Abschied und dann bin ich total raus. Und nächster Stream dann sehr sicher auch erst tatsächlich am Samstag, weil ich tatsächlich diese Woche einfach 6 von 7 Tagen arbeite. Und am Donnerstag und Freitagabend hätte ich zwar prinzipiell Zeit. Grundlegend habe ich aber inzwischen was anderes vor. Von daher, ja, erst Samstag wieder. Okay, dann, wo habe ich denn meine Mucke für heute? Hier hatte ich den gepackt. Und den gibt es zum Schluss. Alles klar. Guti, dann bin ich mal raus. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sofern ihr mögt, bis Samstag dann. Bye, bye.